Und damit ein herzlich willkommen zu unserem Let's Play 7 Ways to Die. Es heißt 7 Days to Die, Jack. Ich gebe dir das nächste Mal einen Satz heiße Ohren. Ja, solange ich in der Folge sterb, heißt das bei mir 7 Ways to Die. Naja, dann musst du mal zusehen, dass du nicht stirbst. Ja, schön, ich versuch's. So, der große Umzug steht an. Wir ziehen um. Weißt du denn überhaupt schon wohin? Na, wir hatten ja gesagt, Richtung Norden ins Grüne möchtest du. Ja, Sommer, Sonne, Strand und Meer, habe ich gesagt. Ja, mit dem Strand und Meer, das lassen wir mal noch so im Raume stehen, aber zumindest grünes Gebiet, wenn wir uns schon mal anlachen. Wie, kein Meer. Ich dachte, du machst mir den Beach Boy und servierst mir Cocktails. Ja, ich kann dir einen abgeschnittenen Zombie-Hals oder irgendwas servieren, nein, wenn du möchtest. Nein, aber nein. Ansonsten schaut es mit Cocktails ein bisschen schlecht aus. Nein. Nein, du bist der. Nein. So. So, und du bist hinter mir? Ja. Hast du irgendwie hier Geschwindigkeit irgendwie geskillt oder was? Nö. Ich laufe einfach nur. Okay. Ich habe bei mir unten links so eine Nase zu sehen. Hast du so ein Zeichen auch? Nee. Okay. Das heißt, du schnüffelst gerade relativ lecker für die Zombies. Ah. Nein, da war die Gefahr groß, wa? Ja. Und die Ausdauer ist schon fast runter. Genau. Deswegen laufe ich gerade einen Schritt langsamer. Kann es sein, dass mir vielleicht etwas warm ist, dass ich deshalb vielleicht so rieche? Nee, das ist meistens, wenn man irgendwie Fleisch oder irgendwas gerade geschlachtet hat, dann gehen die Zombies extrem darauf ab. Okay, naja gut, wir haben ja gerade unseren Vorratslager geplündert und mir hast das Fleisch. Aha, jetzt weiß ich, warum ich das nehmen musste. Na, das klären wir nachher, wenn wir unter uns und dann kriegst du was mit dem Knüppel. Kürzen wir gleich mal ab. Mann, nee, so kurvenreich hier. Mein Domis Kind Dezo kommt nicht hinterher. Ja, du schaffst das schon. Ich hab Brustmomentchen langsam, meine Ausdauer ist nicht. Meine auch. Ja, nee, so schnell. Ich sehe dich sonst wieder nicht. Ich kümmere mich erstmal um den Gast da oben. Okay, mach du das. Ich hab keine Lust da drauf. Ich kann eh nicht zielen. Mhm. Ey. Man hat's gesehen. Kann ich einen gespannten Bogen wieder zurücknehmen, ohne dass der Pfeil abschießt? Ja. Ich drücke da einfach immer auf eine andere Taste, also quasi auf 1, 2, dass er halt einen anderen Gegenstand nimmt. Ah, okay. Das funktioniert immer. Wäre ja so ein Schade um den Pfeil. Gibt bestimmt eine andere Möglichkeit, aber ich habe das bis jetzt immer umgesetzt. Okay. Wo rennst du denn hin? Richtung Norden, ins Grüne. Okay. Ich lasse jetzt hier erstmal einfach alles stehen und liegen, damit wir möglichst heute noch irgendwas Kleines finden, damit wir die Nacht zumindest überleben. Links ist im Feld ein Zombie, wenn ich richtig geguckt habe. Hm. Da ist was. Du machst dich schon sehr gut nah. Ja. Hm. Wenn du Hunger hast in dem Zombie, dann leg mal Essen und Trinken. Ah ne, jetzt da oben drauf. Ich glaube, du kannst das nicht mitnehmen, oder? Nee, sagt er das mir. Das zu trinken, geht das? Nein. Auch nicht. Nein. Okay. Dann können wir weiter. Ich glaube, ich bin gerade durch die durchgelaufen. Manche Pampe. Ja. Hast du denn schon mal ein schönes Häuschen für uns entdeckt? Nö. Nö? Oder eine Gegend? Nö. Was doch auf Lutour. Ja, aber doch nicht so weit. Hätte ja sein können. Links, Zombie. Wegen mir. Viel Spaß. Eine kranke Schwester. Hat nichts dabei.
Kann man immer schön nutzen, um Ausdauer wieder zu regenerieren, so ein ja. Zombie-Kill. Und noch ein Zombie. Juhu. Das ist ja so ein Dicker, wa? Ja. Komm her, Dicker. Wie viel Schuss brauchst du da, um ihn zu töten? Keine Ahnung. Mal einen, mal fünf. Ist unterschiedlich. Aua. Du musst doch nicht gleich deinen Kopf verlieren. Na doch. Munition hätte ich gern mitgenommen, aber... Ach, nehmen wir das, schmeißen wir das weg. So. Was habe ich denn hier? Ich habe irgendwie einen Herzinfarkt oder irgendwas. Was? Duration. Stamina, Health, Bleeding Out. Ich verblute. Hast du einen Verbandskasten? Möglichst schnell? Ich gebe mir Mühe. Ich ziehe da mal was runter. Ja, schnell. Ich glaube, ich habe dir jetzt 5 hingepackt. Ist egal. Hat noch 2 Lebensenergie. Das hat sich ja angehört, gerade wie Reanimation. Ja, ich hatte auch ein paar Blutungen. Da hinten kriechen. Hier liegt ein Ei, wenn du noch Platz jetzt hast. Ich muss nämlich meine Eier wegschmeißen. Deine Eier wegschmeißen? Genau, das kleine Weiße, das sind meine Eier. Das rollt. Ja, dann nimm's mit. Halt einfach E gedrückt, dann nimm das hier doch. Da hinten kriechen. Ja, falsche Richtung. Falsche Richtung? Sag's doch gleich. Na, aus der Richtung kamen wir doch gerade. Du, ich will meinen Orientierungssinn, du weißt. Naja. Du bist schon wieder so schnell. Jo, nimm die Beine in die Hand und lauf. Ich lauf doch schon, schneller geht's doch nicht. So, jetzt sind wir schon mal im Grünen. Das hört sich gut an. Aber bei mir ist es alles so neblig. Bei mir nicht. Okay. Der Nebel hat sich verzogen. Das würde ich dann doch noch schnell mitnehmen. Was denn? Ein Stück für ein Gewehr. Oh, cool. Mit 200 noch was. Also, ziemlich gut. Das gefühlten 5000 Einzelteilen machen wir dann auch ein ganzes Gewehr, oder? Jo, irgendwann mal, wenn wir es können. Gut. Ich habe jetzt noch einen Regenschirm mit 5%. Was heißt denn das? Dass du nass bist. Ich bin nass? Okay. Ist dir wahrscheinlich zu warm. Aber ausziehen können wir nichts, weil wir keinen Platz im Inventar haben. Ich muss jetzt nur was wegschmeißen. Das war alles hier schon mal Gebiet, in dem wir schon mal rumgerannt sind und verreckt waren. Okay, dann vielleicht finden wir mal ein paar Rucksäcke wieder. Ich erinnere mich da so dunkelst an die ersten Folgen. Kann ich mehr. Moment. Okay. Hier ist auch schon nichts Größeres, also wie meine Stadt oder irgendwas. Das wäre doch mal praktisch. Ich sollte mal querfeld einlaufen und nicht auf der Straße. Ja, nee. Wenn, dann ist ja alles immer irgendwo an der Straße. Meinst du? Ja. Na gut. Entweder ist eine Straße oder ein Feldweg oder irgendwas ist immer, damit man da hinkommt. Du hast ja gar keine Schuhe an. Nö. Hat man ein besseres Bodenhaftungsgefühl. Okay. So schnell wie du die abgeschossen hast, so schnell komme ich gar nicht mehr hinterher, meinen Bogen zu spannen. Ich habe ja auch ein bisschen mehr Übung. Ja, ich muss auch üben. Ja.
Kannst du immer in der 7. Nacht machen, wenn alles kommt. Na, schöne. Da hast du genug Probleme zum Üben. Nee, vorher, dass ich den Vieh abgekillt bekomme. So, geradeaus oder rechts? Ene mene mu, machen wir mal rechts. Gut. Wo bist du? Rechts. Ich habe keine. Kein Pfeil mehr. Ich sehe dich nicht mehr. Moment mal. Ich stehe auch nicht. Für mich stehst du noch irgendwo da hinten. Und bei mir spinnt gerade meine Tastatur, meine Maus. So, du stehst noch irgendwo da hinten und läufst einen Dauerlauf. Nee, ich stehe. Wenn nicht, lock dich mal kurz aus und wieder ein, dass du wieder da bist. Vielleicht ist die Verbindung irgendwo abgebrochen. Ja, meine Maus, ich komme nicht mal raus. Nicht raus. Ich kann mich nicht mal auslocken. Meine Maus spinnt. Okay, ich warte. Ist ja nicht so, dass wir nur eine Maus haben. Mal gucken, ob die andere besser ist oder ob es hier komplett am System hängt. Ja, mal schauen. Scheint hier komplett am System. Ich weiß Ja, nicht, dann wie. lock dich aus und einfach wieder ein. Ich komme nicht mal auf Auslocken auf Quit. Ich komme da mit der Maus nicht drauf. Wenn nicht, dann andere Alternativen, um das Programm zu beenden, dann hat sich dein System verabschiedet. Schön. Mit dem System hier. Geh ein bisschen Zombies jagen. Ja, danke. Viel Spaß. Essen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht sterbe. Ja, ich weiß es nicht. Lauter Müll. So, mal gucken, wo ich wieder aufwache. Na, eigentlich müsstest du hier irgendwo aufwachen. So, ich schau mal, was man noch schönes skillen könnte. Tools. Mining. Das gehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen. So, jetzt sehe ich dich wieder. Mal gucken, ob mein Spiel, mein System jetzt mitmacht. Ich Na, habe hier das aber ist schon ja schon mal gut. gefunden, wo ich laufen muss, um dich zu bekommen. Bis jetzt sehe ich dich noch nicht. Na, bleib mal stehen. Naja, ich stehe doch. Ich warte. Ein gelbes Schrottauto. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ja. Ein Zombie. Nein, das bin ich. Ein Zombie. Nein, ich schieße dir gleich einen Pfeil in deinen Kopf. Los, weiter. Wir wollen heute noch ankommen, schon 2:30 nachmittags. Ja. Ist die Frage, wo wollen wir überhaupt hin? Ins Grüne. Hier ist alles grün. Such dir was aus. Mit Wasser. Ja, damit kann ich gerade nicht dienen. Siehst du ihn? Ja. Er hat seinen Kopf verloren.
Auf jeden Fall laufen wir in die Richtung, auf der irgendwie bei mir ein weißer Punkt angezeigt wird auf meinem Radar. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas ist da oben. Mhm. Lassen wir uns mal überraschen. Jo. Meine Ausdauer ist gleich weg. Wieder einen Feldweg rein. Da geht es geradeaus weiter. Da hinten ist wieder irgendeine Hütte. Ja, notfalls müssen wir uns die für die Nacht verrammeln. Nix. Keine Hütte. Wo siehst du denn eine Hütte? Da hinten, an der wir jetzt schon seit 2 Kilometern vorbeigelaufen sind. Ach so. Hallo, Halbkopffrau? Du denn hin? Mal die Gegend angucken. Okay. Wenn es dir irgendwo gefällt, sag Bescheid. Nee, noch nicht wirklich. Ich hab getroffen, oder warst du das? Keine Ahnung. Waren wir beide. Hat er was drin gehabt? Ein bisschen Eisen. Oh, Eisen kann man immer gebrauchen. Oh ja. Meine Energie ist gleich wieder alle. Ich hab hier Öl. Cool. Aber ich habe keinen Platz im Inventar. Ja, wir looten ja auch gerade nichts, haben wir gesagt. Also, liegen lassen. Ist ja gut. Renn dann nicht mal so weit vor. Wir rennen. Wir laufen jetzt schon wieder Richtung Süden. Macht der Weg vielleicht irgendwann mal wieder einen Knick? Keine Ahnung. Was zielst du denn? Da war ein Huhn. Ach so. Aber mir ist dann zu spät eingefallen. Ich habe ja gar keinen Platz mehr. Genau. Wenn nicht, wir können auch hier einfach irgendwo eine Hütte hinbauen. Na, wenn wir hier was finden, genug haben, ja, warum nicht? Lass uns mal hier rechts hoch den Weg. Da ist ein Haus. Und ein Zombie. Ja. Hilfe. Na, ich lauf weiter. Du rennst mir mal viel zu schnell. Naja, es ist gleich 16 Uhr. Ich weiß. Wenn du nicht bald sagst, wir bauen hier, dann wird's eng. Ich wollte den Weg da hoch rechts. Da oben steht ein Haus. Ja. Wir wollen ja nicht ein Haus übernehmen, sondern wir wollten ja was selber bauen. Ja, aber das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht schaffen. Dann lass uns hier die rechts mal den Zombie noch killen und dann hier bauen. Also bauen wir hier. Ja. Hier sind Steinchen, hier sind Holz. Das ist solche Clay-Erde hier, das braune. Na dann bau schon mal. Erstmal, ist das alles überhaupt hart oder ist das hier hügelig?
Das ist doch egal, das kann man doch ausgleichen mit dem Haus. Was es da alles Schönes gibt. Storage, Lagerkisten. Brauchen wir Nägel dazu, okay. Warum können wir keine Pfeile mehr machen? Was fehlt denn da? Ach, Steine fehlen. Na, das sollte jetzt wohl nicht das Problem hier sein. Ja, das denke ich auch. Genug Rum. Was wird denn das? Wird das ein Haus? Das wird erstmal unser Bunker. Ein Haus wird da rumgebaut. Okay. Ich bin ja mal gespannt, was du uns hier zusammenzimmerst. Ich weiß es auch noch nicht so richtig. Mal gucken. Soll ich das schon mal aufwerten? Wäre nett. Nett. Okay. Vor allen Dingen auch unten. Jetzt kommen die Zombies durch. Ja. Müsste man nur rankommen, jetzt geht's. Tatsächlich stört doch so ein blöder Busch, dass wir da rankommen zum Aufwerten. Okay. Du werdest gleich bis zum Metall auf, oder? Ja, naja, ich muss aufpassen, dass ich das nicht zu weit aufwerte. Na, dann bau doch weiter. Ich bin mit dem Aufwerten rum und dann habe ich nichts mehr zu tun. Okay. Ich krieg keinen Woodframe mehr oben drauf. Ich bin. Ich so. Den einen lass hier stehen im Rotkreuz. Dann draufklettern. Okay. Ein gemütliches Aufwerden. Haben
wir noch genug? Oh Gott, noch 1500 Holz. Das heißt, wir können noch 150 Holzrahmen aufwerten. Okay. So. Hast du Federn in deinem Inventar? Ja. Dann gebe ich dir mal meine, ich brauche Platz. Okay. Schmeiß weg. Ja, Moment. So, ich schmeiße. Hab. So, ich finde es ja ein bisschen beklemmend hier drin. Ist ja nur für die erste Nacht. Naja. Willst du dann da außenrum noch Spikes setzen, oder? Ja. Ich hab welche, oder hast du welche? Nee, aber wenn, dann könntest du mir schon mal welche hinschmeißen. Könnte ich eventuell schon mal Spikes außenrum setzen. Ich schmeiße mal alle hin, 163 Stück. So, da stehen ein paar Woodframes, die kannst du jederzeit dann wegnehmen. Ja. Ein bisschen Ordnung schaffen hier. Ach, das wird ja Eingangsbereich hier. Ja, ich habe zwei Türen gesetzt. Ein gemütliches Spike setzen. La, kommt hier auch noch eine Tür rein, oder? Da müsste eigentlich eine drin sein, oder? Nö. Du hast drei Löcher gelassen. Okay, nein, dann kommen wir natürlich. Noch Woodframes rein. Gut. Das wird jetzt einfach nur unser Bunker für die Nacht und. Ja. Morgen baust du uns dann nochmal ein richtiges Haus. Rum gespiked. Gut, dann sollten wir hoffentlich für diese Nacht sicher sein. Ah, Hilfe, ich bin runtergefallen. Kann durchaus sein. Holz mehr, kann ich auch werten.
Huch, wo bin ich denn gerade gelandet? Was willst du aufwerten, alles? Den Fußboden, alles, alle Woodframes, die noch nicht abgewertet sind. Also auch der hier schwebt, oder? Nein, den nicht. Nur die vom Fußboden. Ich will uns jetzt versuchen, ein Dach zu bauen. Hast du noch Holz? Ja. Kannst du mal gucken, ob du eine Leiter bauen kannst? Leiter. Ladder. Wie viel? Na, so dass wir nach oben kommen. Ich lass uns. Na, wie hoch hast du gebaut? Ich habe nicht gezählt. Ich habe drei Woodframes hoch. So, drei Leitern. Das Problem ist natürlich, wenn du jetzt da außen Leitern ranbaust, die können die Zombies natürlich auch hochklettern, wa? Ich bin außen, von innen wollen wir, lasse ich ein Loch. Okay. Ich hoffe, können die Leitern so hingestellt werden, dann muss man die an die Wand packen. Die müssen an die Wand. Und dann sollten wir, wo bin ich denn jetzt hier an der Wand, ein Loch lassen. Deswegen finde ich alles ein bisschen sehr kuschelig hier drin. Es ist doch unser Schutzbunker. Morgen baue ich das richtige Haus. Ja. Oder fange an damit. Ich komme hier nirgendwo mehr rauf, damit ich da oben das Zeug aufwerten könnte. Ich muss aber dann in die Fußboden noch einen Woodframe reinsetzen. Da unten rein, bitte, mit dir. So. Alles oben soweit zu, bis auf ein Loch. Ich müsste ja, hier sind zwei Löcher, aber ich komme hier auch nirgendwo nach oben, damit ich noch oben das Dach aufwerten könnte. Na, da sollte die Leiter an die Wand packen. Kannst du Leitern bauen? Ja, habe ich doch schon. Hier. Gott, ist das lästig, eine Leiter hochzusteigen. Inwiefern? Probier's selbst, dann weißt du's. Was muss ich drücken, um da hochzukommen? Einfach hochlaufen, als würdest du ganz normal laufen. Okay. So, es ist wieder Nacht. Und wir sind auch am Ende einer Folge. Was, schön wieder um? Ja. Okay. Wir haben uns jetzt schön unser Häuschen gesucht und haben das bebaut. Naja. Häuschen. Ich würde das Schutzbunker nennen für die Nächte und ein Haus kommt nach und nach in Ruhe. Na, ich bin mal gespannt, was du uns da zusammenzauberst für den Palast. Na, ich brauche dann ganz viel Material von dir. Ganz viel Holz und Steine und weiß ich nicht noch was dazu. Das machst du. Na, ohne dich schaffe ich das nicht. Gut, wenn es gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Wir machen Schluss an der Stelle und sehen uns dann zur nächsten Folge 7 Ways to Die wieder. 7 Days to Die, wie oft denn noch? Mal gucken. Ach, du lernst das hoffentlich irgendwann, sonst gibt's wirklich nochmal was mit der Keule hinter die Ohren. Ja, ich warte ja noch drauf. Hm. Macht's gut. Ciao, ciao.